Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal sehen, was ich finde. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Dort hinten. Ich frag mich, ob ich da reinkomme, jetzt wo ich älter bin.
Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Du bist auch keine gewöhnliche Blume.
etwas Wasser kann nicht schaden. Oh, Mutter, als mein Name gegen den Berg flog. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann.
Der Gegner hat mich im Visier. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Der Krater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Sieht interessant aus.
Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Nützlich für eine alte Rezeptur.